Darum herzlich willkommen bei Rap Mir. Heute reagieren wir auf einen von Jalil. Das soll türkisch sein und so viel bedeuten wie genau. Ich persönlich höre Jalil bzw. Reason, seitdem er Reason hieß. Und dann seit Epic, also als er bei Flair gewesen ist und sie dann das Collabo-Album Epic gedroppt hatten, habe ich damals gedacht, okay, jetzt hat er seine absolute Höchstform erreicht. Dann kam Black Panther und ich habe mir gedacht, alles klar, er hat sich etabliert, er ist jetzt voll am Start. Ist dann leider bei Flair wieder weg. Und ich glaube, das war gar nicht so cool. Also, ich denke trotzdem, dass es bei ihm läuft. Er hat jetzt, glaube ich, 177.000 Klicks. 177.000. Vor ein paar Tagen, als ich das vorgeschlagen bekommen habe, beziehungsweise als es gedroppt worden ist, war er noch bei 15 oder sowas. Das ist echt in Ordnung. Ja, ich hoffe, er kann sich durchsetzen. Auf jeden Fall ein talentierter Künstler. Und hoffe, dass er es auch ohne Maskulin schafft. Wobei er eigentlich der Einzige ist, bei dem ich gedacht habe, der passt da rein. Der kann Flair handeln, der kommt so mit seinen, mit seinen Ticks klar. Der kann da irgendwie, der kann sich da, der kann da reinwachsen, der kann da drüber stehen, aber naja, wir lassen uns einfach mal überraschen. Zwei Tage. Hast du alles? Ja, sind doch nur 2 Tage. Nur 2 Tage. Macht keinen Unsinn mit deinen Mädels. Hörst du lieber auf, dass du mit den Jungs keine Scheiße baust? Okay, das Weibchen fährt kurz weg. 2 Tage. Quatsch. Ich doch nicht. Er hat so einen riesen Schädel, Alter. Das ist echt krass. Hallo, ja, ist das Sucuk? Bist Ei und Sucuk. Vielleicht noch ein Börek zum Frühstück dazu. Bam. Wenn du mich siehst, Junge, schrei eine. Ich hoffe, das war Rindfleisch, Freunde. Rinderhack? Nein. Wenn du mich siehst, Junge, schrei eine. Dankbar, dass meine Brüder frei sind. Bitte, dass wir eines Tages reich sind. Cooler Move, Alter. Er macht auch die Jutsus jetzt. Nur mit der Gang und sonst kenn ich keine. Eis, 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 sei mein Altsteine. BWS, Kette, 20 Steine. Rolli an der Wrist und ich muss sie zeigen. In der Tasche hab ich locker ohne Scheine. Mit dem Finger hoch für die ganzen Feinde. Denn sie. Kaum ist Frau weg, schon schmachtet er andere Frauen an. Der Adi ist echt schön. Die reden und verraten Kreise. Durch den Block und ich seh ne Streife. Verspreche nie mit. Okay, hat er gerade den Typen angeschmachtet, Alter? Hat er gedacht, das ist seine Frau oder was? Okay, coole Botschaft, Alter. Okay, das sollten wir nicht falsch verstehen. Polizei, ich muss sie meiden. Mach ich Brot, will ich mit dem Brüner teilen. Jeden Reis sehen lassen für mich Preise. Mehr als jeder Kopf, verdammte scheiße Wort. Denn ich hab das hier gemacht, nur um wie Mike zu bauen. Zu seiner Primetime, Grillreuer Dinner, dazu ein weiß Wein. Flanke Bitches weg in Rumors in Frankfurt, was Skylines ziehe. Er kann schon ziemlich nice spitten, oder? Das ist schon. Das macht schon ziemlich Spaß. Scheiße, Lines von dem Spiegel durch eine Schein ein. Und wenn der Lifestyle mich killt, dann sag meiner Mama Beileid. Aber nein, nein. Wir sind lange nicht am Höhepunkt. Deutschrap ist ein Dschungel, wenn es sein muss, bring ich Löwen um und trage meinen Pelz dann vor Peter mich. Ich hätte das Video voll gerne zusammen mit Jalil geguckt, damit er mir erklären würde, was da gerade abgeht, Alter. Okay. Stolz, dann hoffentlich hat dieses Jahr auch mal ein Nigger-Erfolg. Aber wenn du mich siehst, Junge, schrei eine. Okay. Dankbar, dass meine Brüder frei sind. Bitte, dass wir eines Tages reich sind. Häng nur mit der Gang und sonst kenn ich keine. Eis, 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 sei mein Altsteine. BWS, Kette, 20 Steine. Rolli an der Wrist und ich muss sie zeigen. In der Tasche hab ich locker ohne Scheine. Sony gab den Deal und ich wollte seine. Also, gefällt mir richtig gut. Erinnert mich aber an Flair. Nein, das formuliere ich anders. Flair erinnert mich irgendwie an Jalil. Also, ich finde, da hört man da so ein bisschen raus,
wer wann am Album mitgeholfen hat. Aber überhaupt nicht schlimm. Finde ich gut. Ich weiß nicht, wie groß der Bestandteil dann eines Ghostwriters oder eines Produzenten dann wirklich an dem fertigen Track ist, aber ich finde, da hört man das schon. Sehe meinen Kontostand, bekomme Steife. Jede Woche Barbershop zum Haare schneiden. Danach Nelo Watermelon, Wasser pfeifen. Alles geht auf mich, Bruder, kann ich geizen. Verreise mit der Gang und ich sammle Meilen. Immer unterwegs, ich bin rastlos. Zelebriere nur das Leben, wenn ich. Hat er da seinen Ayran getrunken und seinen Döner gegessen? Schmeckt. Anstoß mit dem Barbos auf kubanischen Dächern, Zigarren und Becher. Mach Sessions mit Bitches mit Silikon und Haaren verlängert. Ich lieb den Wohlstand, denn er hat sich Jahr für Jahr schon geändert. Aber egal wie gut es läuft, man trotzdem. Hey, also ich hab doch gerade gesehen, wie der Typ. Habt ihr doch auch gesehen, oder? Wie der Typ ihn angefasst hat. Okay. Also, das Video verwirrt mich, Alter. Echt jetzt. So trage ich ein Messer, ich weiß. Alles ist nach Plan gelaufen. Hustle jeden Tag und gönn mir selber keine Atempause. Will Monopoly Money mir irgendwann noch Straßen kaufen. Bis dahin bin ich jeden Abend draußen. Und wenn du mich siehst, Junge, schrei ein Nö. Dankbar, dass meine Brüder frei sind. Bete, dass wir eines Tages reich sind. Häng nur mit der Gang und sonst kenn ich keine. Eis, 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 sei mein Einstein. Boah, Jalil ist halt auch einer von denen, der richtig Power in der Stimme hat, Alter. Der hat so einen richtigen, wenn er das Ding drückt, dann hat er auch noch mal so einen brutalen Bass. BWS-Kette 20 Steine. Ich glaube, da hätte ich mir jetzt noch mal ein bisschen mehr Power gewünscht, so aber. Rolli an der Wrist und ich muss sie zeigen. Uno, der Klassiker. Tasche hab ich locker ohne Scheine. Wenn du mich siehst, Junge, schrei eine. Na, hoffentlich war das jetzt kein Typ, Alter. Das wäre voll uncool. Okay, das war alles nur geträumt. Das ist nie passiert. Cool. Frau ist bestimmt noch zu Hause. Hey. Alles okay? Ja, ich wurde komisch geträumt. Alles gut. Ach, fuck. Dieses kleine Bett, das sieht so aus, als ob seine Beine noch hinten rausgucken. Also. Das ist auch bestimmt schwierig, in seiner Größe Schuhe zu finden. Okay. Cooler Abschluss, Alter. Cooler Abschluss. Ja, der Jalil ist immer noch on fire. Ich wünsche ihm auf jeden Fall viel Erfolg. Schönes Projekt, was er hier wieder gedroppt hat. Er hat mal wieder gezeigt, dass er es kann. Ich hoffe, da kommen in nächster Zeit noch einige Überraschungen. Ich hätte auch mal wieder Lust auf ein interessantes Feature. Mal sehen, Freunde. Wir lassen uns überraschen. Da bleiben wir ebenfalls dran. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was euer Lieblingstrack von Jalil gewesen ist. Das würde mich mal interessieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Dabei bis dann. Ciao.